Sind Schauspieler durch das, wenn auch nur fiktive, Erleben von außergewöhnlichen Situationen in ihren Rollen irgendwie erfahrener? Schließlich behaupten ja nicht wenige, dass sie eine Rolle nicht nur spielen, sondern in dem Moment die entsprechende Person sind, um glaubhaft zu sein. Wie ich finde, eine höchst interessante Frage. Habe ich mir auch ganz alleine ausgedacht. Gestellt haben wir sie dann beim Empfang der ARD Degeto im Rahmen des Filmfestes München. Ihr Schauspieler, ihr versucht ja immer, den Zugang zu einer Figur zu finden, um diese Rolle entsprechend verkörpern zu können. Wie leicht oder schwer fällt dir das oft, eben diesen Zugang zu finden zu dieser Figur? Es ist immer eine neue Arbeit, es ist immer wieder ein neuer Prozess, aber es ist immer wieder genauso viel Spaß. Wenn ich jetzt sage, es fällt mir erstaunlich leicht, dann klingt es total arrogant. Ich kann nicht sagen, ob es leicht oder schwer ist, sondern es ist einfach ein Prozess, durch den man geht. Wenn es mir sehr schwer fällt, dann merke ich das eigentlich bei der Lektüre des Drehbuches und dann sollte ich den Film absagen. Es kommt natürlich immer auf die Rolle an. Also manchmal helfen einem Begegnungen, manchmal muss man alles nur aus der Fantasie machen. Es ist tatsächlich so, dass es bisher nie so war, dass ich dachte, oh Gott, wie soll ich das spielen? Es kommt dann eher der Punkt, wo ich mir denke, irgendwie, der Charakter ist mir irgendwie sympathisch oder ich komm dahinter. Im besten Fall hat man ein ganz instinktives Verhältnis zu der Figur, also ganz, ganz nah. Es ist beides sehr schön. Ich mag das, wo ich das Gefühl habe gleich, ja, ich verstehe das sofort alles, das ist mir irgendwie nah. Und dann aber in Abwechslung dazu auch manchmal die Sehnsucht in zu Projekten, wo man erstmal mit Befremden drauf schaut auf die Figur und sich das dann wirklich Stück für Stück ranholen oder ja, näher bringen muss. Generell, ich mag es gerne, wenn man sich intensiv mit Sachen beschäftigen kann, auch mit den Menschen, die man da darstellt. Das ist natürlich der beste Weg. Manchmal ist es aber auch nicht möglich oder auch nicht nötig wirklich. Da muss man es irgendwie aus der eigenen Fantasie schaffen. Und desto weiter man sozusagen da sich reinarbeitet, desto mehr öffnet sich und es hört nämlich nie auf. Täuscht dich manchmal dein Gefühl während Dreharbeiten? Also, dass du manchmal das Gefühl hast, es haut nicht so hin und dann später schaust du dir den Film an und denkst dir, wow, das war eigentlich ganz gut und überrascht dich selbst. Oder ist es manchmal auch andersrum, Gott, war ich geil. Und dann schaust du dir den Film an und dann war es halt irgendwie doch nichts. Ich bin ja immer gut, das ist für mich ganz einfach. Nein, Quatsch. Dass man so den Moment hat, das war richtig geil, das gibt's, den kenne ich nicht. Also wenn, dann gibt es ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Regisseur und wenn der da zufrieden ist und man dem vertraut, dann denke ich so, okay, dann war das ein guter Tag. Also ich gebe mich gerne in die Hände des Regisseurs und wenn der Regisseur sagt, er findet es gut, dann glaube ich dem das. Also ich kann mich selbst, glaube ich, sehr schlecht beurteilen. Aber was ich kenne, dass man Szenen spielt und denkt, oh Gott, das war Grütze. Ich hatte das schon oft, dass ich unbedingt noch einen zweiten Take haben wollte und dann hat der Regisseur sich überreden lassen und dann war es so, nee, der erste war viel besser, Tijan. Und hinterher sind die gut, weil man so völlig unkontrolliert ist, also weil man einfach drauf losspielt. Als Schauspielanfänger dachte ich so, ja, das war der Hammer. Das habe ich jetzt so, das habe ich selber Gänsehaut gekriegt beim Spielen, weil es so toll ist. Und dann siehst du, denkst du so, ja, da wäre schon noch was drin gewesen. Meistens bin ich dann immer noch enttäuscht, weil ich dann immer denke, so, aber irgendwie hat sich das dann doch irgendwie besser angefühlt. Also dann, ich bin nie zufrieden. Ich denke nie, oh Gott, war ich geil. Es wäre ganz cool, das mal zu denken, aber nee, das denke ich nie. Es ist nicht so, dass ich denke so, ah, das war ein geiler Film. Wenn Schauspieler den Anspruch haben, dass sie nicht schauspielen, sondern in dem Moment, da sie drehen, auch diese Figur tatsächlich sind und leben, dann behaupte ich mal, dass Schauspieler älter sind, als sie eigentlich sind, im Sinne von erfahrener. Weil ihr spielt nämlich ganz besondere Menschen in unglaublich außergewöhnlichen Situationen. Macht das dich dann als Mensch tatsächlich auch ein Stück weit weiser und vielleicht lebenserfahrener? Du meinst, ich profitiere ständig von den Rollen, die ich spiele, ja? Ja, wahrscheinlich ist es so. Deswegen bin ich so reif und gebildet und charmant. Und das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, weil ich gehe ja als Figur damit um. Ich gehe ja nicht als Mina damit um. Ja, ist ja alles Optik. Ist ja alles Fake. Ich spiele ja nicht mich selbst. Wir kriegen einen Blick, aber wir versuchen das dann nur zu simulieren, ist ja klar. Aber was eben Spaß macht, sich hineinzufühlen. Ich habe nicht den Anspruch, die Person wirklich zu sein. Ich glaube, das gibt's nicht. Und das
geht es nicht. Aber an so Momente und an Gefühle ranzukommen. Ich glaube, man wird einfach bewusster, weil man ja als Schauspieler analysieren muss. Selbst wenn man eine unbewusste Person spielt, muss man sie ja komplett bewusst analysieren und wissen, warum sie handelt sie so. Das heißt, man geht viel mehr in die psychologischen Strukturen von Menschen rein und man versteht, warum ein Streit eskaliert oder warum er eben nicht eskalieren muss. Es gibt Teile in mir, die dann mir den Zugang zur Figur ermöglichen und das muss auch immer von innen kommen, sonst ist es behauptet und blöd und langweilig, finde ich auch. Aber es ist nicht so, dass ich so reagiere wie meine Figuren. Sollte ich vielleicht manchmal.